Hallo, liebe Kinder. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Rentierschild basteln könnt. Und dafür braucht ihr eigentlich nichts weiter als ein Pappschild und Kaffeefilter. Eure Eltern trinken doch bestimmt Kaffee, also werdet ihr das da haben. Und weiterhin braucht ihr noch andere Sachen, die kann ich euch gleich mal zeigen. Zum Beispiel könnt ihr die Ohren aus Pappe machen oder aus Papier. Und dann könnt ihr das Geweih aus Stöckern machen, die ihr gesammelt habt, oder aus Papier oder Pappe. Und wenn ihr nur weißes Papier habt, könnt ihr das halt anmalen. Die Nase könnt ihr aus einem Kügelchen machen oder auch aus Papier. Ihr seht also, ihr braucht nicht viel dafür. Das Allerwichtigste sind die Kaffeefilter. Und die haben eure Eltern mit Sicherheit im Haus. Hier habe ich noch ein anderes. Und das war's. Viel Spaß beim Basteln. Tschüss!